Nach den jüngsten Unruhen entfernt Israel die installierten Metalldetektoren bei den Eingängen am Tempelberg. Das entscheidet das israelische Sicherheitskabinett laut dem Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu. Nachdem Bewaffnete Mitte Juli auf dem Gelände am Tempelberg zwei israelische Polizisten töten, werden die Metalldetektoren installiert. Die Einrichtung der Kontrollgeräte empört aber Palästinenser und Muslime weltweit. Im Nahen Osten lösen sie schwere Unruhen aus, bei denen 4 Menschen getötet und Hunderte verletzt werden. Die Muslime kritisieren, mit der Installation der Detektoren will Israel die Kontrolle über den Berg an sich ziehen. Nach der blutigen Gewalt im Streit um Sicherheitsmaßnahmen am Tempelberg in Jerusalem fordert der zuständige UN-Sonderbeauftragte Nikolaj Mladenov zuvor eine Lösung für den Konflikt noch in dieser Woche zu finden. Ich fordere die Parteien auf, auf provokante Handlungen zu verzichten, Zurückhaltung zu zeigen und eine Lösung zu finden. Es ist äußerst wichtig, dass eine Lösung für die aktuelle Krise noch in dieser Woche am Freitag gefunden wird. Sonst droht die Lage zu eskalieren. Juden verehren den Tempelberg, weil dort in der Antike der jüdische Tempel gestanden haben soll. Muslime ist er als edles Heiligtum mit Felsendom und Al-Aqsa-Moschee von zentraler Bedeutung für ihren Glauben.